Na, die Frage ist, warum nicht? Denn als Lehrerin und Lehrer verwenden wir ja sehr viele Medien in unserem Unterricht. Das heißt, wir verwenden Bücher, wir verwenden Hörsequenzen, wir verwenden Audiosequenzen, wir verwenden Wandkarten, Atlanten und warum nicht auch digitale Tools und Lernplattformen, wenn es natürlich didaktisch Sinn macht. Das Zweite, das ich sagen würde, ist Interesse, etwas Neues auszuprobieren und zu schauen, was zu meinem Unterrichtsstil passt. Und das Dritte ist, digitale Tools helfen auch Lehrern und Lehrerinnen bei der Vorbereitung und generell im Unterricht. Und das wollen wir ja auch. Ja? Unterrichten ist schwierig genug und anstrengend genug, aber auch sehr schön. Und wenn es etwas gibt, das uns die Arbeit erleichtert, warum nicht? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage und auch eine sehr oft kontrovers diskutierte Frage. Meine grundsätzliche Antwort ist, als Lehrperson bin ich auch für die Didaktik selbst an sich verantwortlich. Und die Medien ermöglichen eines, und zwar didaktische Vielfalt. In einem Ausmaß eigentlich, wie wir es uns vor vielen Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten. Und didaktische Vielfalt bereichert die Lehre und führt meistens auch zur Motivationssteigerung bei den Lernenden. Und Motivation wirkt sich meistens günstig auf den Lernerfolg aus. Und daher kann man es eigentlich nur fördern, zu sagen, spielen wir mit diesen Medien und fördern wir sie im Sinne der didaktischen Möglichkeiten. Ja, also zu den Chancen ist eigentlich zu sagen, wir können heute Dinge machen, die wir ohne Medien nicht tun hätten können. Also als Beispiele sehr plakativ Kollaboration. Wir können heute gemeinsam in einem Dokument schreiben, zeitgleich. Das wäre also auf dem Papier nicht möglich. Oder wir laden Leute bei Skype ein, wir streamen uns wohin. Also wir haben heute einfach neue Möglichkeiten bekommen und das birgt wahnsinnige Chancen in sich. Die Risiken ist, man überschätzt die Medien eigentlich zu sehr. Das heißt, also man erhofft sich durch den Medieneinsatz einen höheren Lernerfolg. Den hat man kaum nachweisen können, weil Medien an sich ja jetzt das Lernen nur unterstützen, aber nicht per se gleich einen höheren Lernerfolg liefern. Das heißt also, da hier sollte man das vielleicht etwas revidieren und zu sehen, Mediennutzung hilft uns in der Gestaltung und führt im besten Falle vielleicht dazu, dass also Personen motivierter sind und mehr mitarbeiten und auch mehr mitnehmen können aus dem Unterricht. Es ist möglich, im Unterricht zu individualisieren, differenzieren und die Autonomie der Schüler und Schülerinnen zu fördern. Das heißt, es ist möglich für Schüler und Schülerinnen beim Einsatz von Lernplattformen zum Beispiel oder auch digitalen Tools hier eigenes Tempo anzuwenden, unterschiedliche Übungen zu machen und der Fokus geht von der Lehrkraft hin zu den Schüler und Schülerinnen, die dann auch die Möglichkeit bekommen, mehr Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Eine weitere Chance ist, dass Schüler und Schülerinnen ja Smartphones haben und es gewohnt sind, mit diesen umzugehen und vor allem auch mit Apps. Das heißt, was Lehrer und Lehrerinnen im Unterricht machen können, ist hier einen Weg aufzuzeigen, wie Smartphones auch für das Lernen herangezogen werden können und welche Apps es gibt, um Verschiedenes zu lernen. Und eine dritte Chance, die ich sehe, ist, dass das Lernen mit digitalen Medien durchaus lustig sein kann, vor allem wenn es gamifizierte Aspekte beinhaltet. Bezüglich Risiken, ein Risiko, das wir alle kennen, ist, wenn uns die Technik im Stich lässt. Ja, wenn das WLAN nicht funktioniert oder ein Gerät nicht funktioniert und wir nicht genau wissen, was wir tun sollen. Aber als Lehrerin und Lehrer haben wir ja immer einen Plan B parat. Ein weiteres Risiko ist, dass digitale Tools, weil sie cool sind, verwendet werden, aber darauf vergessen wird, dass sie didaktisch in den Unterricht eingebettet werden müssen. Das heißt, es fehlt ein didaktisches Konzept. Es wird oft gesagt, wenn man digitale Tools verwendet, dann ist das ein guter Unterricht. Ich sage, digitale Tools alleine machen das nicht aus, sondern sie müssen immer didaktisch gut eingebettet sein. Es braucht ein didaktisches Konzept. Ja,
Ja, also wenn ich die Frage beantworten könnte, könnte ich vielleicht viel Geld verdienen, aber natürlich hat man verschiedene Szenarien im Kopf. Eines ist sicher mal ohne Medien undenkbar. Wir wandern in eine Gesellschaft, die zunehmend digitalisiert wird. Das heißt, die Frage stellt sich auch in Zukunft gar nicht mehr, zum Beispiel mit oder ohne Medien, sondern Medien sind sowieso im Alltag dabei. Was wir absehen können, ist, dass die Informationsdichte an sich steigen wird. Das heißt, dass wir werden immer mehr Informationen im World Wide Web, im Internet zur Verfügung haben. Das heißt, wir bewegen uns auf ganz anderem Niveau. Wir haben nicht mal das eine Lehrbuch, wir haben einen Urwald an Lehrbüchern oder Lehrvideos oder sonstiges und es gilt jetzt daraus, das Richtige auszuwählen. Natürlich werden wir flexibler von Ort und Zeit werden, das klingt vielleicht logisch, und das ändert zwangsläufig die Rolle der Lehrenden. Das heißt, ich erwarte, dass es viel mehr in Richtung Lernbegleitung geht und man wählt vielleicht das Richtige aus. Ich sage manchmal immer, man zeigt also dem Schüler und der Schülerin tatsächlich, welcher Baum im Wald vielleicht der gewinnbringendste wäre und lässt die dann wieder weiterlaufen. Und natürlich haben Medien immer eines mit sich, sie wirken cool, lässig und es ist innovativ und neu. Und auch mit diesen kann man natürlich spielen, indem man den Unterricht so gestaltet, um ihn mitreißerischer zu machen. Ich würde sagen, wir sind schon in der Zukunft, ja, im Lernen und Lehren der Zukunft. Und ich kann nur etwas dazu sagen, was vielleicht in den nächsten 5 Jahren passieren kann oder wo ich sehe, wo es hingehen wird. Da ist zum einen, glaube ich, dass Lernräume sehr wichtig werden und auch natürlich sind. Das betrifft einerseits die physischen Lernräume, andererseits auch die digitalen Lernräume. Es gibt schon sehr viele Konzepte zu den physischen Lernräumen. Das heißt, dass heutzutage auch schon Schulen umgebaut werden, wo es neue Raumkonzepte gibt, damit unterschiedliche Arten von Unterricht, unterschiedliche Arten von Lernen unterstützt werden. Und bezüglich digitaler Lernräume glaube ich, dass Virtual Reality und Augmented Reality noch mehr Fuß fassen werden, denn es gibt wirklich interessante Möglichkeiten hier, denn es ermöglicht zum Beispiel die Muskeln eines Menschen genau anzuschauen oder das Skelett anzuschauen oder mittels Virtual Reality einen Stadtrundgang in einer Stadt zu machen, in der man sich aber nicht befindet. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute fürs Studium und viel Freude bei den ersten Versuchen, im eigenen Unterricht digitale Tools und Lerntechnologien einzusetzen. Toi, toi, toi!